So, Leute, es geht weiter mit Lies of P. Auf vielfachen Wunsch von Chat. Und ich muss hier erstmal mein Joypad wieder anschließen. Ich glaube, ihr wollt mich leiden sehen. Und deshalb habt ihr euch für Lies of P entschieden. Aber ich verstehe es, ist auch ein geiles Spiel. Und ich bin das letzte Mal, glaube ich, genau, da hatte ich das fette Upgrade. Da fing es eigentlich erst so richtig an. Da habe ich im Hotel den Dude befreit. Und jetzt habe ich hier richtig Möglichkeiten. Genau, hier habe ich einen Boss gelegt. Hier war die komische Dampfwalze, das war ein sehr leichter Boss. Muss ich mir gerade überlegen. Erstmal wieder reinkommen, Leute. Kurz den Ellbogen schärfen. So, erstmal hier wieder komplett das Spiel neu lernen. Bin ich von hier gekommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder doch? Doch, von da bin ich gekommen. Okay, also von da bin ich gekommen. Da war der Boss. Jetzt hier weiter. Und ich habe ja meine Puppet String habe ich auch weiter ausgebaut. Jetzt erinnere ich mich, langsam kommt alles wieder. Die Frage ist, habe ich es immer noch drauf? Oder hatte ich sie drauf? Ich glaube schon. Das kommt mir auch alles sehr bekannt vor hier. Wieso passiert das? Also das mag ich ja sehr gern, das Feature. Aber ich kann mich, glaube ich, auch, wenn ich gedrückt halte, zum Gegner schieben. Was passiert? Ah. Oh shit! Hat sich FromSoft oder Hayao Miyazaki mal irgendwie Hidetaka, nicht Hayao, zu dem Spiel geäußert und was gesagt? Nee, ne? Das würde mich mal interessieren, ob die das als Majestätsbeleidigung empfinden oder ob die sich sagen, nö, ist doch eigentlich ganz gut, hab da gut gemacht.
Aber die würden wahrscheinlich, er würde wahrscheinlich eh nichts Negatives sagen oder so. Aber das würde mich mal interessieren. Die werden das ja safe gezockt haben. Ach. Ich hab gar kein Dings mehr. Aua. Hier bin ich gestorben das letzte Mal. Interessant, gut zu wissen. Okay. Aber warum? Ich bin noch viel zu gut, um einfach das Zeitliche zu segnen. Jetzt erinnere ich mich auch wieder an die geile R2-Attacke hier. Pam. Okay. Okay. Aber sie ist theoretisch geil. Nein. Falsch. Wie wechselt man dann nochmal hier? So. Da oben schimmert's blau. Was macht das? Es schimmert blau. Alter. Royal Exile schreibt, ich habe damals Lies of P wegen der Demo schlecht geredet und gesagt, es sei kein gutes Game. Dann habe ich dem Spiel noch eine Chance gegeben und gekauft. Und was soll ich sagen? Es ist meiner Meinung nach der beste Souls-like-Klon. Ja, das sagen ja echt alle. Big Pipe Branch Handle, das ist eine neue Waffe. Leute, das ist eine neue Waffe. Mittlerweile hat man ja hier schon echt einiges zur Auswahl. Big Pipe Ranch Head. Blunt. Wie wechselt man denn nochmal die Waffe? Nee. Ich hab vergessen, wie man die Waffe... Wie wechselt man nochmal die Waffe, Leute? Nee, scheiße. Hier, so. D-Pad rechts ist es. Okay, schöne Strength-Waffe hier. Ordentlich Zunder. Pam. Aber für meinen Geschmack zu langsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht schlecht, wenn man Strength spielen will, aber... Am 6. Mai, so steht's im Plan, wenn nichts mehr dazwischen kommt, startet mein Co-op-Let's Play mit Jack Fromsoft. Und zwar werden wir nochmal Elden Ring in der Seamless Co-op-Version spielen. Und uns schon mal freuen auf den Elden Ring DLC. Das wird richtig nice.
Och du Scheiße, du mieses Schwein. Das ist ja nicht zu fassen. Und es wird sicherlich sehr, sehr lustig. Zum einen muss man sagen, ist ja Jack wirklich ein absoluter Experte, was die FromSoft-Spiele angeht. Der hat ja noch viel, viel mehr gezockt als ich und kann die in- und auswendig. Fast ein biblisches Wissen. Und ich freue mich richtig, wenn wir zocken, nebenbei über die Spiele zu labern, uns auszutauschen und zu gucken, wie unterschiedlich auch Herangehensweisen sein können. Oh oh. Ich versuche mal zu blocken. Nee, hat nicht geklappt. Übrigens, falls es euch interessiert. Hä, wieso hat er wieder volle Energie oder habe ich eigentlich noch nicht mehr Energie gemacht? Boah, ist ja schwer, ey. Och, die Reichweite ist natürlich auch. Gierig. Verdammt. Unnötig. Wirklich komplett unnötig. Ich finde es ein bisschen schade, habe ich glaube ich das letzte Mal schon gesagt, dass diese L2 der Arm, also zumindest bei diesem Seil, dass der so viel Dingskraft kostet. Ich weiß, da waren wir uns schon letztes Mal nicht einig. Die Prothesen, ach da ist schon wieder der Typ hinter mir. Die Prothesen bei Sekiro kosten auch was, das ist auch richtig. Aber so einen Gegner zu sich ziehen, sollte man irgendwie mehr als 3 oder 4 Mal machen können, irgendwie, finde ich. Ein. Napoleon, nervt doch nicht. Muss ich jetzt extra auf YouTube gehen und dich für alle Zeiten bannen? Oder willst du nicht einfach zugucken und Teil dieser netten Gemeinschaft sein? Ja, entweder spammt einfach gerade den YouTube-Chat voll. Alles halb so wild. Hardref ist schon dran. Hardref versteht da keinen Spaß, ey. Kann man die Dinger. Du mieses Schwein, ich wollte das Ding gerade runterwerfen, ey. Alter, wie weit die ihre Sachen werfen können, ne? Das ist auch echt ein bisschen. Alter, das waren richtig viele Seelen, glaube ich, oder? 2000? Jesus.
Mann, ey. Klosettenkönig, welchen Porn-Song hattest du im Ohr? Ich habe so viele gemacht. Alle. Ich mag ja den Supermarkt-Song am liebsten irgendwie mittlerweile. Einkaufen ist gut. Zwei kaufen ist besser. Irgendwie. Hat was. Ach komm schon, ey. Diese dummen Brandfässer. Hä? Ja, das hat richtig Spaß gemacht. So, jetzt erst den weghauen. So, der Trick ist dann hier runter zu gehen, den wegzuhauen. Dann gehen wir hier hoch. Und die sind nämlich fies. Keiner mehr die Scheiße hier werfen kann. Mir fehlt der Dark Souls Kick. Ist der, um einen irgendwo runter zu kicken? Ist immer noch einer der geilsten Moves, der Dark Souls Kick. Timmy schreibt, seine Frau singt den Supermarkt-Song. Einkaufen ist gut, zwei kaufen ist besser. Ich weiß gar nicht mehr genau den Text. Wir hören ihn uns gleich nochmal, weil das so toll ist. Aber da geht's doch noch weiter da links, oder? Das ist doch merkwürdig hier. Irgendwas sagt mir... Nee. Sieht nur so aus, oder? Oder? Da links? Nee. Und das Fass runterschubsen kann man es leider nicht. Nein! Trottel. Freundchen. Jetzt kommt der Dicke nochmal. Die sind ja nicht schwer, die halten wirklich verdammt viel aus, ey. Mann! Wie soll ich den Sweet Spot nicht getroffen? Carrier's Amulet. Aha, aha.
I can equip a puppet and from the puppet so increases weight limit, okay. Aber das Zeichen, dass es neue Sachen sind, geht irgendwie nicht weg. Ja, schon mittlerweile richtig viele Items hier. Viele Throwing Objects, Seelen und Bossseelen. Ich immer noch nicht weiß, was man mit den Bossseelen tatsächlich macht. Für irgendwas werden sie schon gut sein. Ich habe die falsche Null Bock auf Arbeit Version hochgehauen. Echt? Muss ich gleich nochmal gucken. Wieso denn? Moonlight Town. Skyberry, ja, das ist mein erster Playthrough tatsächlich. Kohle können wir natürlich upgraden, wir können aber auch upgrade. Crescent Moonstone. Bringt uns alles nichts, ne? Booster Glaive. Wir auf Stufe 3 machen. Fire Axe Blade. Ach guck, die kann ich jetzt hochleveln mit dem Dark Moon Moonstone of the Covenant. Aber ehrlich gesagt benutze ich die Waffe überhaupt nicht. Deshalb würde ich tatsächlich dazu tendieren, erstmal nichts zu machen. Obwohl, ich kann den auf plus 4 machen. Nee, kann ich nicht. Crescent Moonstone brauche ich. Welcome.
Moment. Pandemonium. Ach, die muss man erst craften. Die habe ich noch gar nicht. Legion Plug, okay. Boah, das ist aber auch kompliziert, was das hier alles gibt. Legion Caliber. Amatsa, that is one slick prototype. You think it's a tram for crickets? Felicitous salutations, my friends. My name is Signor Lorenzini Venini. No doubt my reputation precedes me. I come to you with only the most peaceful intentions, and as a true friend of Clark. Behold, Venini Walk, where we will honor the city of Clark's history while forging her brilliant future. When I broke ground on this... Okay, dann leveln wir ab, oder? Da oben... Was brauchte noch mal ein, was brauchte man noch mal für den Dude da oben? Quarz, genau. Okay. Ich habe 0 Quarz, okay. Leute, was geht jetzt ab? Seit wann lobt ihr mich im Chat? Ede ist erschreckend gutes Spiel. Ede ist der deutsche Messi der Videospiele. So Sachen sag ich immer über mich, weil die sonst niemand sagt. Das kann doch nicht sein. Ist irgendwas passiert? I'll use my power to help you. So, wir gehen hier noch ein bisschen, wir cranken noch ein bisschen Technik hoch. Required 900 brauchen wir. Da poppen wir ein paar Seelen für gerade mal 3. Das reicht nicht, ne? Ich glaube, es reicht nicht. Doch, nein! 25 fehlen. I'll use my power. So. Also ich finde, was den Leuten hier wirklich gelungen ist, dass sie wirklich so eine ganz eigene Atmosphäre kreiert haben mit diesem Spiel. Das finde ich gut. These bodies. Could they be from Moonlight Town? Whoa, did puppets do this? Also ein bisschen Resident Evil Vibes hier tatsächlich. Soll ich auch noch weiterspielen? Nope.
Ey, diese Drecks. Das Werfen, das ist so feige hier. Ich höre nicht mal einen Kopf, der sieht mich doch gar nicht. Thermite. Ich wollte gerade sagen, so eine Hängebrücke ist mir nicht koscher. Schmetterling! Crescent Moonstone, nicht schlecht. Dann kann ich meine Waffe upgraden. Moonlight Town Guide. Da? Da. Andreas' reputation was at its peak when he was appointed as a priest. At the time, Krat was only poor country town. But Andreas didn't mind and devoted himself to taking care of the people. They were even saying that Saint Frangelico himself had returned. Moonlight Town actively helped the priest's good deeds and always acted together as colleagues who deliver the word of God. The decision to accept the alchemists from outside and revive Krat was made in Moonlight Town. After all, it was the birthplace of the Krat we know today. Today, we have cable railways instead of pulleys, and the city of the future instead of a country village. But our virtues remain unchanged, just like how the angel wrapped son Saint Frangelico in his wings when he fell in the cold. People should help each other. The place lower than any other. Moonlight Town is proof that virtue is still here. Sehr hilfreich. It's not that game. Okay. Ist ja gut. So, hier ist eine Leiter, hier ist ein Baum. Ich nehme Baum. Aber warum? But why? Quasi. Ich hab immer Schiss, dass wieder so ein Typi irgendwas auf mich wirft.
mir hier zu ruhig gerade. Das ist mir hier zu ruhig. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber was? Was? Der hat mich niemals erwischt. Also die Kollisionsabfrage, da müssen wir uns gerade nochmal drüber unterhalten, Freunde, ey. Was ist das für ein Item? Ich switch mal gerade die Weapon. Ein bisschen mit der hier spielen. Ah, die habe ich mit dem Degengriff ausgestattet. Interessant. Und glaube ich gar nicht mal so gut. Auch nicht. Okay. Ich lese gerade im Chat, DLC wurde schon angekündigt für Lies of P. Das hier finde ich ein bisschen unschön, wenn ich ehrlich bin. Kein Dealbreaker, ist einfach ein bisschen unschön. Bau halt, stell einfach noch einen Baum dahin oder einen Busch oder einen Grabstein oder so. So, wir gehen weiter. Oh. Ist das schon wieder Boss? Nee, das ist Achterbahn. Dim Ergo Fragment. Das Licht hat mich gestört. Oh. Er wieder. Do you want to go up, child? I'm sorry. The cathedral isn't the sanctuary it once was. The people who went up there never returned. I still don't know what happened. But I do know this. The cathedral is off limits. Forever. If you're determined to pass, you must prove your identity. Who are you? Are you a stalker? You've been warned, child. I am a sinner who could not save I am a sinner. If I let you go up there, that will only compound my sin. Even if it hurts, persevere, my child. Having only one leg and one arm should curb your curiosity. Child. Oh shit, what the fuck? Why? Why? Jetzt habe ich auch noch die falsche Waffe, ey. Cherish your life. I do not wish to witness more. Okay, die kann er einfach 100-mal zuhauen. Jesus Christ.
cherish your life. I do not wish to witness your... Man kann ja auch null staggern. Ja, sicher. Nichts mehr zum Heilen. Ach doch, man kriegt ja immer eine neue Flask, wenn man ein bisschen Damage gemacht hat. Ja nun. Das war natürlich dann auch der Waffenwechsel zur falschen Zeit. Aber gut. Wie schnell die stumpf wurde, die Waffe, ist ehrlich gesagt auch ein bisschen... Naja. So, habe ich jetzt Bock, nochmal gegen alle zu kämpfen? Nein. Die Frage ist, wie viele von den Trotteln rennen mir jetzt noch hinterher? Und wird sie direkt aggro? Einer. Ich schätze mal, sie wird direkt aggro. So geht das, Bitch. Nein, ich bin doch zurückgewichen. Nein. Jesus. Down die Bitch. Pam, Alter. Oh, du Lackerin, ey. Cable Railway? Ah, das war wieder zu schnell weg. Ich konnte es nicht lesen. Cable Railway und noch irgendwas. Kostüm. Lol. Ich habe ihre Maske gekriegt. Harte Bioshock-Vibes bei diesem Spiel auf jeden Fall. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Pilgrim's Cable Railway. Now, those of you who joined us in Moonlight Town, we hope your preparations for the Pilgrim's Journey are well underway. Fascinating town, Moonlight, just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. So, thanks for building it on a cliff, St. Frangelico. I kid,
Frangelica. Wonderful saint. Wonderful. Anyway, next stop, the Bridge of Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of the beautiful Krat. It's been my pleasure, friends. And enjoy the rest of your journey. I've been your captain on this ride, Gemini! Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this. When in doubt, let Gemini be your guide. You look annoyed. What I do? I'm sure it's fine. Let's get a move on, pal. Schon ganz geil. Erst ist man ganz unten und dann fährt man so über alles drüber, kann sich das auch alles so richtig schön angucken. Recognize dead puppets, that's to be expected, but what is that? Path of Misery. Das klingt nicht gut. Oh oh. Okay, das ist eine Creature, das heißt, wir brauchen wahrscheinlich gleich mal, was brauchen wir? Was zum Schneiden. Deshalb ist jetzt auch die Frage, sollten wir und die Waffe. Ich bin ja sehr zufrieden mit meiner Waffe, aber sollten wir die jetzt noch upgraden? Guck, wir könnten sie um ein Level hoch machen. Oh, wir haben Technik-Crank gekriegt. Wir können also hier auf C gehen, hier auf A Scaling tatsächlich. Aber das ist immer nur der Rapier. Der Saber ist eigentlich geiler. Könnten wir auf B-Rating gehen. Hier haben wir sogar schon ein R-Scaling. Hier haben wir D, D, C, D, C, B. Aber auch nur wegen dem Griff, ne? Also ich habe ja eigentlich nur für bislang Booster Glaive ist eigentlich die beste mit A. Die haben wir auch schon ausgestattet mit einem Ding. Hier könnten wir Rapier, könnten wir Crit Police Baton. Puppets Saber Handle könnten wir auf B machen. Aber will ich das? Oder Fire Axe hängen. Vielleicht warten wir noch. Vielleicht warten wir noch. Ich bin ja eigentlich ganz zufrieden mit meiner Waffe jetzt. Die Frage ist, wenn jetzt neue Gegner kommen, das könnte sein, dass das keine Puppengegner sind. Und dann wird meine Waffe wahrscheinlich schlechter. Weil ich dann was brauche, was schön ins Fleisch reinschneidet. Mal gucken, wir gehen weiter hier. Mm-hmm.
Wir schauen mal. Wir schauen mal. Bevor wir jetzt irgendwas ausgeben, gucken wir erstmal, wie wir uns schlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, es sind Menschen. Zombies. Hm? No idea what those things are, pal. Approach with caution. Ganz vorsichtig. Na gut, geht. Geht klar. Hier kriegt man echt Resident Evil Vibes, oder? Das ist so Resident Evil-ig. Nicht wundern, wenn hier gleich irgendwo Jill Valentine rumsteht. Chris, bist du's? Nein, Mann. Chris ist tot. Was? Nein! Doch. Wie konnte das passieren? Oh, Feuer. Feuer Weakness. Setze ich eigentlich hier das Wasser unter Strom, ne? Auch gut, dass sie auf jeden Fall immer ein bisschen so nach hinten gestaggert werden. Von meinen Schlägen. Das mag ich sehr gerne. Einzig die Reichweite ist ein bisschen nervig bei der Waffe. Man könnte natürlich auch drüber streiten, ob er die Waffe richtig hält, ne? Also sie hat ja einen sehr langen Griff, die Waffe. Aber so wie er damit zuschlägt, ist natürlich so ein bisschen verschwendet. Man würde meinen, er würde es schlauer machen. Das wird geil, wie die dann so zu einem tappeln. Was steht hier? Saint Frangelico falls and breathes. Beim Playtest, wie schnell lesen die denn? Angels of God. Da muss denen doch einer gesagt haben, ja, ja, das habe ich alles gelesen. Jetzt komme ich da nicht mehr hin. Oder? Ja, was war. Stimmt, die haben auch ein bisschen was von The Last of Us. So wie die da so rumstehen und so ein bisschen rumtickern.
Habe ich hier noch irgendwas übersehen, ist die Frage. Der Lootboy hat wieder Angst. Wieder FOMO hier. Aber ich glaube, ich habe alles, ne? Wie weit bin ich ungefähr in dem Spiel? Naka 7, ich weiß es nicht. Ich spiele es zum ersten Mal. Ich kann es dir nur anhand der Achievements, die mir angezeigt werden, schätzen. Da würde ich sagen, so ein Drittel vielleicht. Aber ich habe es ja selber noch nie gespielt. What is happening? What's their problem? Ich glaube, es ist nicht so groß wie jetzt ein Dark Souls 3 oder ein Elden Ring oder so. Was aber auch nicht schlimm ist. Eher so Bloodborne-Größe. Wie seht ihr das, Chat? Können gute Spiele zu lang sein? Also ein Spiel, das ihr eigentlich mochtet, aber wo ihr dann irgendwie das Gefühl hattet, es ist zu lang. Hat der nicht auch eine Lampe, der Dude? Der hat doch diese fette Lampe an der Hüfte, oder? Verwechsel ich jetzt das Spiel? Ach nee, das ist der bei Dragon's Dogma. Ich sag's ja, ich verwechsel's. Baldur's Gate 3 war zu kurz, Elden Ring war zu lang. Habe ich tatsächlich sehr oft gehört. Ich kann es auch ein Stück weit verstehen. Es gab so ein paar Sachen, die ich dann am Ende hin auch ein bisschen anstrengend fand. Aber ich habe es generell trotzdem so sehr gemocht, dass es mich nicht so gestört hat. Ich fand ja tatsächlich The Last of Us 2 ein bisschen zu lang. Fire Emblem Three Houses habe ich auch durchgespielt. Fand ich aber eigentlich gar nicht so lang. Habe ich gar nicht mehr als so lang in Erinnerung. Bist du auch der Meinung, dass ein Spiel lang sein darf, wenn man es im Koop zocken kann? Ja, also ehrlich gesagt, ich finde immer, solange ein Spiel Spaß macht, ist es ja eigentlich egal. Also die Frage ist, ob man ein Spiel so entwickeln kann, dass es immer wieder was Neues gibt, das einem Spaß macht. Aber dann sehe ich so Spiele wie, keine Ahnung, World of Warcraft, was manche Leute seit 15 Jahren spielen, okay, ist vielleicht nicht ganz hundertprozentig vergleichbar, weil es ein MMO ist, aber trotzdem muss es einen ja irgendwie bei Laune halten, sodass man auch nach 20 Jahren immer noch Bock hat, das Spiel zu spielen. Ich finde immer so eine ganz gute, es kommt natürlich aufs Genre an, aber so für so ein Rollenspiel à la Souls finde ich so 80 bis 100 Stunden eigentlich schon eine sehr gute Zeit. Für so Action-Titel können es auch mal so 15, 20 Stunden sein. Mercy, I beg you, don't kill me. I thought you were from the organization. Never mind. My name is Janjo. I'm an pharmacist. Yes, pharmacist. I'm looking for the legendary gold coin fruit. I was able to use medicine to slow the infection spread. I have the petrification disease and I need a cure.
Sorry, I ramble when I'm nervous. Read this. It'll explain things faster than I can. Many substances can be poisonous. The precise dose is what separates medicine from poison. The gold coin fruit might just be a myth. But in the midst of it, can you let me know if you find it? Cube? Various kinds of wish stones, which can be equipped to cubes. Using cubes consumes wish stones. You can equip a wish stone to a cube or replenish it through a Gianju. Schon wieder was Neues. Was ist das? Was ist? Hä? Da. You can equip a wishstone to a cube? Was ist denn ein Wishstone? Das habe ich doch noch gar nicht, oder? Kann ich auch gar nicht benutzen. Okay, das kann man bei Bossen benutzen, alles klar. Ja. Nochmal zu der... Was ist hier? Belfort Break Cartridge. Nochmal zu der Geschichte mit der Länge des Spiels. Ich finde zum Beispiel, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ein Spiel künstlich in die Länge gezogen wird, mit irgendwelchen Nervpassagen oder unnötigen Backtracking oder so, nur damit man als Entwickler sagen kann, ja, unser Spiel geht so und so viele Stunden. Und ich finde, das merkt man bei Spielen. Ja, das kann auch bei guten Spielen mal sein. Kann auch bei guten Spielen theoretisch sein. Ich überlege gerade, ob mir ein Beispiel einfällt. Ja, ich spiele immer langsam solche Spiele. Tatsächlich. Weil ich halt auch sehr genau mir alles angucke und so. Dafür bin ich kein Typ, der oft Spiele mehrmals durchspielt. Ich spiele die einmal richtig gründlich durch, aber dann meistens auch nicht mehr. Oder wie, oder was? Ja, ist das, könnte ein Problem bei Open-World-Spielen sein. Dragon's Dogma, ja. Komm mal her, du da. Ach komm, es war so cool. Mann, das sieht doch aus, als ob sie ihn trifft, oder nicht? Okay, der sieht ein bisschen fieser aus als die anderen. Lass mal hier gucken. Oh, guckt euch das an, wie geil das ist.
Acid canister, radium, and moonstone stunt fragment. Welche Spiele stehen bei euch so auf der Bucketlist? So, was habt ihr... Worauf habt ihr richtig Bock, aber einfach noch nicht die Zeit gefunden oder auch die... Manchmal ist das ja auch so, dass man sagt, ich brauche jetzt erstmal so innerlich die Ruhe, um mich auf was Neues einzulassen. Also mir geht das zumindest so. Stellar Blade, okay, das ist ja noch gar nicht raus. Das ist ja nur die Demo. Manor Lords. No Rest for the Wicked. Alan Wake 2, ja. Schach. Kann ich alles nachvollziehen. Elden Ring aus Zeitgründen. Final Fantasy VII Rebirth. Spider-Man 2, oh Mann, ey. Silksong und V-Rising. Moment, Silksong gibt's ja noch gar nicht. Also ich meine jetzt wirklich Spiele, die es schon gibt, die ihr theoretisch schon spielen könntet. Das sieht aus, als ob man hier... Aber... Jetzt bitte kein Boss mit 4000 Seelen. Nee. Das sieht nice aus hier mit dem glänzenden Boden. Aber auch mit dem Wachs. Ist das Wachs? Wie geil das aussieht, ne? Sons of the Forest noch. Mhm. Outer Wilds. Erstmal upgrading. I know my way around a weapon. Wir haben aber doch wieder irgendwas gefunden. Electric Coils, the Candle, benutzen wir den nicht? Nee. Oh ja, Armored Core, viel Spaß, das Publikum. Super Spiel. Muss ich hier irgendwie... Irgendwas habe ich doch gefunden. Irgendein Bauteil war das hierfür. Das ist nicht Craft Modify vielleicht. Legion Caliber, ne. Acid canister.
Hier bei Equip. Ah, hier habe ich was Neues gekriegt. Aber wo? Hier. Belfort Brake Cartridge. Physical Damage Reduction Rate. Bisschen hoch. Disruption Resistance. Brake Resistance. Geht deutlich hoch. Can enhance resistance to break. Gilt das für mich oder für die Gegner? Also brechen die Gegner leichter oder breche ich schwerer? Das habe ich noch nicht verstanden. Break resistance. Physical damage reduction. Das müsste eigentlich... Ich probiere es einfach. I'll use my power to... Break Resistance, du brichst weniger, okay. Aber breche ich über, was meinen die damit? Staggern? Dass ich gestaggert werde wahrscheinlich oder so, ne? Aber ist mir das schon so oft passiert? Ich bin mir gar nicht sicher. Coin trees are said to blossom when plague stalks the land. Perhaps they've already... Switch the cube's wish stone. Recovery wish stone temporarily restores HP. Okay. The people of ancient Krut knew how to bottle. They claimed special powers after it's said to react to someone who has ergo. And grant, maybe you'll find a star to wish on, Stalker. Oh, das war dumm. Jetzt weiß ich, wie man das benutzt. Oh, Boss. Jetzt ist er weg. Wo ist er denn? Der schießt jetzt da eh aus dem Loch raus oder reißt mich da runter oder so. Nee, der will tatsächlich, dass ich ihm folge nach unten. Sowas mag ich ja. Man kann also hier weiter runter jumpen. Erinnert ein bisschen an die Minen aus Demon's Souls. Licht aus, habe ich gesagt. Da oben. Ich komme mal hoch. Nee, doch nicht. Doch. Falsche Richtung. Das geht also nach unten. Klappt weg. Blöd.
Wie war das in dem Spiel? Kann man ins Wasser rein? Ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube nicht, ne? Oder? Nein. Okay. Also man kann schon, aber dann ist man halt tot. Die Frage ist, kann ich darüber laufen? Oder bin ich dann tot? Da hängt einer. Ich könnte dann da hoch, dann da lang, da lang. Aber ich habe Bock, das auszuprobieren, Leute. Es geht. Okay, das ist ja nicht mal Pathfinding. Ja, ist ja gut. Eieieiei. Okay. Ja, das unterschätzt man manchmal in dem Spiel. So gut man austeilt, man steckt auch immer ganz gut ein. Wenn man mal eine gefangen hat und dann aus dem Loop, aus dem ich krieg auf die Backen Loop nicht mehr rauskommt. Das ist natürlich auch immer das Problem, wenn man eine langsame Waffe hat, wie ich in dem Fall. Wo war denn der eine Dude hier? Ach, die kommen aus dem Wasser raus. Okay. Oh shit! Du Sau! Da war ich noch so begeistert von mir selbst. Dafür bist du still. Oh, sie lebt tatsächlich. Xavis, what's up with the wack PlayStation? What's up? Friends. Zu viel Friends. So, was ist mit ihm? Ist er krass oder sie? Oh ja, sie wirft natürlich wieder. Alles hier in diesem Spiel wirft was auf einen. Ist fast wie bei Lords of the Fallen. Jetzt habe ich sie natürlich schon getriggert. Wir gehen einfach hin und hauen die Ohren. Oder immer dieses Zögerliche ist ja auch Quatsch. Nein! Hä? Come on. Also das war jetzt ja wirklich Quatsch. Das war ja brutaler Quatsch gerade, oder nicht?
Das hätte nicht passieren müssen. Ich habe das Gefühl auf jeden Fall, das Spiel ist deutlich linearer als Souls-Spiele. Es gibt zwar immer auch ein paar Abzweigungen und so, aber im Prinzip geht es einfach straightforward. Tja, schade, dass Zombies keine Treppen steigen können. Diese Star Fragments, die sind alle nur für Multiplayer, oder? Weil davon findet man echt sehr viele. Ja gut, aber... Naja. Das hat ein bisschen an die Mühle in Dark Souls 2 tatsächlich hier. Da war ja noch ein Item. Hä? Ja, Multiplayer, ich meine zum Dingsen hier, Koop spielen mit NPCs meine ich natürlich. Wo sind die denn? Ja, to summon a specter. Ja, die wollen sicher gehen, dass natürlich keiner hier stuck bleibt bei diesem Spiel und den schweren Bossen. Nein! Falsche Taste zum Jumpen gedrückt. Ich habe die falsche Jump-Taste. Also, ich habe gar keine Jump-Taste gedrückt. Okay, Leute, ich mache jetzt Schluss. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Aber das Spiel hat mich schon wieder bei den Eiern. Ich habe schon wieder Bock auf das Spiel. Es ist unglaublich. Was soll man das alles spielen? Es ist spät. Morgen früh Game 2 Dreh. Papa muss ins Bett. Und ihr auch, by the way. Ihr müsst auch ins Bett.